Eines Tages dachte Tom an ein leckeres Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Er machte einen Spaziergang, aber das Erdbeermarmeladebrot mit Honig wollte ihm nicht mehr aus dem Kopf gehen. Da traf Tom seinen Freund, den Müller. Hallo Müller, hast du vielleicht ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig für mich? Nein, Tom. Aber hier läuft eins. Nimm dir doch das. Tom hielt das für eine wunderbare Idee. Ein Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Vielen Dank. So ein widerspenstiges Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Aber warte, dich krieg ich! Jetzt entkommst du mir nicht mehr! Schaka! Also ich verstehe dieses Erdbeermarmeladebrot mit Honig wirklich nicht. Shiva, Shiva, Shiva. Shiva, Shiva, Shiva. Hältst du endlich still? Dann kann ich dich ja jetzt in Ruhe verspeisen. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Ups, da sitzen ja Ameisen auf meinem Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Was habt ihr denn da zu suchen, ihr armen Kleinen? Kommt, ich helfe euch. Hä? Das sieht aber nicht so aus, wie ich's gern hab. Sag mal, Ameisen, wollt ihr vielleicht die Hälfte, auf der die Ameisen gesessen haben? Shiva! Shiva, Shiva! Und so hatte Tom schließlich ein halbes Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Und das schmeckte ihm so gut, als wäre es ein ganzes gewesen. Und er verbrachte noch den ganzen Tag im Ameisenhaufen und war wunschlos glücklich.